Es sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber ich konnte ein bisschen was ansparen. Guck, 600 Euro. Suf braucht 1500 Euro, dann macht er keinen Mist und bleibt sauber. Wer haben wir schon verdient? Ich musste alle Spuren verwischen. Auch die Banking-App. Idiot. Peter. Du machst es dir einfach. Du wurdest ja nicht verdächtigt. Bei mir heulen die Sirenen schon los, wenn ich nur furze. Hör bitte auf, nur an dich zu denken. Wir müssen Entschuldige? Doch... Entschuldige? Wir müssen Suf doch helfen. So ist es also. It's not just fun and games now. I ain't gonna fall. I get by. I'm a kid. Growing up so fast, parkour is what I do, but nobody can see. A super kid with a heart of gold, he's a pal and best of friends. And if life gets tough, he is no one to blame. You're a strength, a place that counts, a force that echoes far beyond these walls. Together, we are heroes. This is Hoodie. Echt mal, wie Pro war ich, als ich Peter meine ehrliche Meinung gegeigt habe? Richtig Pro. Der Oberhammer-Bestie. Hey, aber ihr auch, okay? Echt, vielen Dank für das Alibi. Brav gelernt. Ich? Brillant. Hey, mein Schatz. Vadim. Hier, deine Brotdose. Gehirnzellen arbeiten nicht auf leeren Magen. Hm? Und heute brauchst du sie. Viel Glück. Viel Glück? Hat sie das wirklich gesagt? Flo. Sag nicht, dass ihr zwei heute... Okay, keine Panik. Aber heute steht ja ein ultra krasser Geschichtstest für uns an. Easy. Dann falle ich halt nochmal durch. Halb so schlimm. Deine Mama denkt, du hast fleißig gebüffelt. Und zwar mit uns. Wenn du das verkackst, ist dein ganzes Alibi im Eimer. Hey, müsstest du nicht in der Schule sein? Ich fühle mich nicht so gut. Soll ich dir eine Tasse Tee ans Bett bringen? Hm? Nein, aber nicht bloß zocken, hä? Hast du zufällig meine Polizeischlüssel gesehen? Kannst du heute nach denen suchen? Das sind so zwei Schlüssel an einem kleinen Ring mit was Schwarzem daran. Mama? Ja? Kann ich mir etwas Geld leihen? Was? 400 Euro. Was? So viel? Vier... Und wofür? Um Suf und seiner Familie zu helfen. Hat Suf ja danach gefragt? Nein, aber er braucht es dringend. Und wir haben hier doch das Urlaubsgeld von dir. Du würdest also auf den Urlaub verzichten, um einem Freund in Not zu helfen? Das ist wirklich lieb, aber... Tja, Sufjan muss seine Probleme selbst lösen. Nein, Mama, stell dir doch mal vor, dass wir in Sufjans Situation wären. Klar, das mache ich auch, aber naja. Bye? Ja, ich komme. Mhm. Bis nachher. Ja, aber Sim ist jetzt noch in der Schule. Wir werden ihn beschatten, wenn er zu Hause ist. Du hast deinen Schlüssel dabei, oder? Bassman und Geschichte gehen einfach nicht zusammen. Es erreicht mein Gehirn, echt. Es geht hier rein, aber auch sofort wieder raus. Es bleibt nicht haften. Und meine Mama denkt, dass ich voll viele Punkte hole. Sie sah so happy aus. Oder? Ich denke, am besten ist es einfach zu schummeln. In diesem speziellen Fall ist es nicht mal eine Schande, dass du spickst. Also wieso nicht? Aber... Ich spicke doch die ganze Zeit. Ich bin der Meisterspicker. Und das nur aufgrund der Macht, die nun weg ist. Das wird nicht gut gehen. Überträgt sich die Macht vielleicht auf Familienmitglieder? Theoretisch vielleicht. Denn in letzter Zeit, da gelingt mir alles. So, dass ich denke, dass deine Macht auf mich übergegangen ist. Also versehentlich, schätze ich. Aber die Lösung dafür wäre, ich benutze meine Macht einfach für dich. Das heißt, du verkleidest dich als Bassman? Meine Mütze, meine Moves? Und du schreibst den Test einfach an meiner Stelle. Genial! Oh, Kenzo! Nein, so läuft das nicht. Hier, guck. Damit kannst du spicken. Amateure. Das fällt doch sofort auf.
Eine der Ursachen der Französischen Revolution war das wirtschaftliche Chaos. Es herrschte Misstrauen bei den Aristokraten. Oh mein Gott, hast du ihre Frisur gesehen? Das war mein Klingelton. Ja, ja. Komm. Und nimm die mal ab. Peter ist spontan zu Besuch. Den Tag müssen wir rot im Kalender anstreichen. Brauchst du Hilfe? Die Ränder. Und gib Acht auf deine Kleidung. Wie war es in der Werft? Mein Job interessiert dich doch nicht. Und anstreichen auch nicht. Und eigentlich müsstest du in der Schule sein. Was willst du wirklich? Als Isa 8 war, da hat sie ihr eigenes Zimmer gestrichen. Echt? Das Corinne mit den hässlichen Streifen? Ja. Und sie wollte nicht, dass ich ihr helfe. Ja, sie musste es unbedingt selbst machen. Was für ein Dickkopf sie war, hm? Papa, kannst du mir 400 Euro leihen? Es wäre der Vorschuss für einen Saal. Ich organisiere was mit der Klasse. Um Geld geht es also. Ganz toll. Dass ich dich nach Geld frage, kam noch nie vor. Es kam auch noch nie vor, dass du spontan bei mir aufkreuzt. Ob du denn je dein eigenes Zimmer streichen wirst? Aber soll Kenza jetzt plötzlich auch was mit der Hoodie-Sache zu tun haben? Auf mich wirkt sie so anständig. Ausgefüllt, oder? Das sind mindestens 6 von 10 Punkten. Das ist gut. Jetzt wirklich? Heißt das, ich fall nicht durch? Oh. Macht ein fettes Danke. Echt wahr, meinen nächsten Rap, den widme ich dir. Aber kannst du meine früheren Raps wohl zurückbeamen? Mein Laptop und auch mein Handy sind gelöscht, aber du hast hoffentlich eine Cloud dafür. Du hast mein Wort. Wenn ich der nächste Galib Baba werde, kriegst du ein Autogramm. Völlig gratis und umsonst. Ist das ein Deal oder was? Vielleicht hilft das. Meine Raps. Wenigstens ein paar. Oh, wow, wieso wurde da so viel verändert? Warum ist das so vollgeschmiert? Ich habe nur die Grammatik verbessert. Oh Mann, super. Musst du in allem die Beste sein? Raps zu schreiben, das war mein Ding. Das sind doch alles deine Texte. Die Schlagfertigkeit, das Gefühl, ich kann das jedenfalls nicht. Das da ist Basims Ding. Ich brauche jetzt kreative Vibes. Aber wir müssen nach Hause. Nur kurz zur Hütte. Na los. Warum muss ich jetzt Schmiere stehen? Meine Mama soll nicht sehen, dass ich... Sag mir einfach, wenn sie nach Hause kommt, okay? Deine Mama darf's nicht sehen, ich darf's nicht wissen. Sorry, aber... Ich will mir nur Geld leihen. Und deine Mama darf's nicht wissen. Das nennt sich stehlen, oder? Hey, wenn wir Basims Geld kriegen, lege ich es sofort zurück. Sie kriegt echt nichts mit, also bitte. Ja, okay, gut, okay. Aber ich bleibe weiterhin auf Basims Seite. Denk mal gut darüber nach, was er gesagt hat. Er hat recht. Danke, Flo. Warte. Ja, aber Basim ist jetzt noch in der Schule. Wir werden ihn beschatten, wenn er zu Hause ist. Sie wollten ihn heute beschatten.
Er wird immer noch von meiner Mama verdächtigt, also soll er aufpassen, was er tut. Hey, wow, das erzählst du mir jetzt erst? Sind die unterwegs zu diesem Hoodie-Versteck? Wird das doch wieder genutzt? Basi, wo bist du? Bin gleich bei der Hütte, zusammen mit Kenza. Nein, nicht hingehen. Doreen beschattet euch. Weiterlaufen, Doreen beschattet uns gerade. Okay, verhalte dich vorbildlich. Marilène, ich helfe Ihnen mal, die Straße zu überqueren. Aber nicht doch. Nein, nein, ich warte hier auf unsere... Ja, aber das ist doch kein Problem davon. Das ist sicher. Nein, ich warte. Ich will doch nur, dass Sie... doch hier auf uns. Hey! Der Kerl kann nie im Leben Parcours. Hey, musst du nicht langsam nach Hause? Oh ja, ja. Thank you.